Es war einmal ein Frischling, der wollte Freunde machen. Er suchte für Menschen, mit denen er abhängen konnte. Eines Tages ging er an eine Brüderschaft vorbei und jedermann machte ihm viel Spaß. Der Frischling wollte immer zu einer Brüderschaft gehören. Er trug die gleichen Bootschuhe und Polohemden als die Brüderschaften. Aber sie würden ihm nicht beigetreten. Der Frischling wurde neidisch auf der Brüderschaft. Er wollte mit Mädchen sprechen und Natty Light trinken. Einen Plan machte er. Hallo, was geht, Mann? Ich kann eine Party besser als dieses schmeißen. Sie sollten alle in mein Haus kommen. Okay, aber wenn deine Party ist nicht besser als diese ist, musst du vor Loco hinten tuchen. Oh. Okay, aber wenn meine Party gut ist, dann müsstest du mich in deine Brüderschaft lassen. Deal. Der Frischling ging und plante seine Party. Er kaufte Luftballons, Strömer und eine Küche. Aber er kannte, dass er keinen Alkohol kaufen konnte. Er war nur 19. Wie machte er eine Party ohne Alkohol? Wohin gehe ich, wenn ich genug Alkohol für eine Party bekommen brauche? Jetzt ist die Party nur eine Stunde entfernt. Soll ich auf einen Zug springen und die Stadt verlassen? Warum weinst du? Ich kann keinen Alkohol kaufen. Ich bin nur 19 Jahre alt und meine Party ist in einer Stunde. Ich habe nur Wasser aus dem Waschbecken. Das ist gut. Ich kann Wasser in Alkohol hineinmachen. Wirst du bitte für mich Wasser in Whisky drehen? Was wirst du mir geben? Ich werde dir meine Bootschuhe geben. Oh. Der komische Mann nahm die Schuhe und lief in die Küche. Er fing an, Wasser und Whisky herum zu wirbeln. Er sang und wirbelte herum. Vermisst du mich kann, nicht mehr. Ich habe meine Whisky on. Bevor die Party anfing, hörte der Mann auf und verschwand. Flaschen von Whisky deckten der Küchentisch. Die Brüderschaftsmitglieder gingen in die Küche und sahen so viel Whisky. Sie feierten die ganze Nacht. Was geht, man? Ich bin ein bisschen betrunken, ja. Am Ende kam der Bundesbruder zum Frischling. Weißt du, was du tun sollst? Morgen sollst du eine große Party schmeißen. Dann kannst du unsere Bruderschaft bieten, aber wenn es nicht größer als dieses ist, musst du Everclear hinzufügen. Ja. Weil er seine Chance nicht verpassen wollte, willigte er ein. Am nächsten Tag fing er an, in eine Panik zu geraten. Er war noch nur 19. Er konnte keinen Alkohol kaufen. Er fing an zu schreien. Er konnte keine Party größer als das letzte veranstalten. Dann tuschte der komische Mann noch mal auf. Warum weinst du wieder? Ich habe keinen Alkohol und meine Party ist in einer Stunde. Es muss größer als das letzte Mal. Ich möchte dir helfen, aber zuerst, was wirst du mir geben? Ich
Einen Moment bitte. Hier, nimm sie. Das musste genügen. Vermisst du mich, nicht mehr. Ich habe meine Whiskyhorn. Der erste Itzerer liebt die Geschichte so sehr, dass sie einen Deal mit Dr. Stilskin beschlossen, Alkohol zu machen und ihn nicht zu bezahlen. Dr. Stilskin war sehr wütend und tote den Itzerer haben wir durch die Geschichte. Auf einem kleinen Budget forderten wir aus unser Praktikant. Die Party anfing, hörte den Mann auf und Wäsch fand. Flaschen von Whisky füllte die Küche. Der Frischling, die Bundesbrüder und die Mädchen verehrten die ganze Nacht. Am Ende der Nacht kam der Alpha-Bundesbruder zum Frischling. Moment. Solltest du eine andere Party machen? Nur noch eine. Dann kannst du dich in unsere Fraternität sein. Aber wenn es nicht größer als dieses ist, musst du. Musst du reines Getreidealkohol hinten tücken. Die Frischling willigte ein. Am nächsten Tag schrie er. Er hoffte, der chemische Mann ankommen werde. Er tat. Warum weinst du wieder? Ich muss nach einer größeren Party schmeißen, aber ich habe keinen Alkohol. Ich will helfen. Was wirst du mir heute geben? Ich habe nichts mehr. Gib mir dein Vaters Kreditkarte und ich werde dir helfen. Okay, ja, war gut, aber nur nach der Party. Einverstanden. Vermisst du mich, Han? Nicht mehr, ich habe meine Whisky, Han. Sobald die Party begann, Benedette, der Commissioner Mann und Wäsch fand. Die ganze Küche war mit Flaschen von Whisky gefüllt. In jener Nacht schmeißt der Frischling die große Party in ganz Fort Sanders. Leider erinnerte er nicht es. Am nächsten Tag trat er die Bruderschaft mit Gelieder ein. Nachdem Aufblasche Ben beplankt hatte, Elefante zu Fuß gegangen war und $2000 besorgt hatte, hatte er Freunde. Als er nach Hause ging, fand er den Commissioner Mann. Gib mir dein Vaters Kreditkarte! Nein, mein Vater wird mit mir wütend sein. Okay, ich möchte dir eine Chance geben. Wenn du meinen Namen erraten kannst, dann werde ich dein Vaters Kreditkarte nicht nehmen. Darf ich dreimal raten? Ja, du darfst drei Mutmaßungen und drei verschiedene Nächten haben. Errat meinen Namen. Fanny Mae? Nein. Herr Noah? Nein. Scheiße! Sid? Wer zum Teufel benennt ihr Kind Sid? Nein. Am nächsten Abend kam der Commissioner Mann zurück. Errat meinen Namen.
Heinz Dieter. Nein. Georg. Nein. Ist das Stefan? Nein. Am nächsten Tag geriet der Frischling in Panik. Er konnte seine Vaters Kreditkarte nicht verlieren. Er ging um Campus und schüsste nach dem Commission Man. Er sah den Commission Man an der Fackelträger. Er tanzte und sang. Der Frischling weiß meinen Namen nicht. Der Frischling weiß meinen Namen nicht. Ich werde sein Vaters Kreditkarte nehmen und hier kann die Schuld haben. Schnelle Autos, gute Essen, nette Kleidung und schöne Frauen. All mein. Weil mein Name Junkie Stillskin ist. Dritte Nacht erschien der Commissioner Mann. Erzähl mir, was ist mein Name? Ist dein Name Felix? Nein, zwei weitere muss man singen. Verdammt, ist dein Name Lars? Nein, letzte muss man singen. Scheiße. Ist dein Name Drunky Stiltskin? Wow, wie weißt du? Wie weißt du? Du betrügst! Der Commission Man stampft wieder und zerrüstet alle seine Knücken. Der Frischling feierte mit seinem Bruderschaft Brüder, weil der Commission Man tot war. Sie feierten glücklich und zufrieden. Eine Party haben. Oh fuck, das ist nicht haben. Fuck. Do it again. Ja. Ja, was geht's du? Ah, fuck. Was geht? Warum weinst du? Ich kann. Damn it. Sorry. Ja, was. Ah, fuck. Was. Nächte haben. Errat meinen Namen. Fuck that. Fuck shit.